Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Haven. Freut mich mega, dass du einschaltest und es geht heute weiter mit unserem Schiffbau, der schon richtig gut vorangeschritten ist. Könnten hier oben noch eine Heizung vertragen, aber ich mache jetzt erstmal Vorbeigeschwindigkeit, weil... Ja. Was für ein Gerät ist nicht am Stromnetz? Nein, ne? Ist nicht dein Ernst, ey. Warte mal. Moven wir das jetzt und dann, wenn das gemoved ist, moven wir das andere. Ja, sehr schön, sehr schön. Freut mich mega. Das geht gut voran, das geht gut voran. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir das mit dem Umlagern nachher nicht gebacken kriegen. Wasser haben wir noch, Essen haben wir noch, Energie haben wir noch. Das ist sehr wichtig. Ja. Ach, eine Toilette brauchen die auch, ne? Warte mal, wo machen wir denn dann die Toilette hin? Da wären wir nur noch drei Hullblocks, ey. Ich habe überlegt, ich habe sehr viel überlegt, wie ich das am besten kläre. Das Platzproblem zum Anfang. Aber an die Toilette habe ich überhaupt nicht gedacht. Die Anbauflächen wollte ich zum Beispiel hier erstmal im Flur an der Wand lang bauen. Das sollte klappen. Aber wo mal jetzt das Locus hin? Ich glaube, ich mache das dann hier hin, ne? Ein bisschen groß für ein Klo, aber egal. Besatzung? Das Lebenserhaltung? Ne. Einrichtung? Ne. Anlage? Ja. Aber ich will die eigentlich nicht hier reinklatschen, ey. Am liebsten will ich hier noch so einen Miniraum machen, aber ich weiß nicht. Ich habe Angst wegen den Hullblocks, ey. Ich habe echt Angst wegen den Hullblocks. Egal, das Ding ist bewegt, das heißt, wir können das jetzt... Dann müsste das aber im Stromnetz sein, oder? Die müssen ja auch noch da durchkommen. So, machen wir es so. Und der kann dann gleich, keine Ahnung wohin. Wir kriegen das schon alles hin. Aber jetzt macht er erstmal Triple-Geschwindigkeit. Stromnetz. Ne, Kopplung. Oh nö, ne. Herstellung, Strom. Die sind auch alle nicht in der Nähe, ey. Das war jetzt echt ungut. Sag ich mal. Ach so, wird's gehen, oder wie? Ah, das ist doch irgendwie... Ich pass auf, ich baue den hier hin und den hier demontieren wir. Fertig, Bums. Scheißegal. Ist nicht so wichtig. So, jetzt wollte ich aber gucken. Schiff, Rumpf. Jetzt ganz stark überlegen, Bro. Eigentlich reicht's so, glaube ich, ne? Warte mal. Wie war die Toilette? Anlage. 2x2, ja, dann reicht das. Man kann hier die Tür rein. Dann ist hier Mini-Lokus. Ja, alles klar, let's go. Wir haben zwar echt keine Hüllenblöcke mehr, also Hüllenblöcke mehr. Aber. Was willst du machen? So. Kopplung. Koppeln. 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 So. Strom ist vorhanden. Heizung eingeschaltet. Oh. Warte mal. Okay. Muss man eben die Stoppuhr starten.
Weil im Moment habe ich halt nur einen Bildschirm, weil meine Gutgraka, ja wie ihr alle wisst, nicht da ist momentan. Und der alten. Damit kann ich zwar zocken, aber gerade so aufnehmen. Bin froh, dass Space Haven klappt. Vernünftig. Ah, so Leute, jetzt kriegt ihr auch euer Locus. Ihr habt hier den Strom gut versorgt, verlegt. Was machen können wir hier noch? Lebenserhaltung. Hier könnte eigentlich auch noch eine Heizung hin. Weil da soll ja Cockpit hin. Cockpit. Alles klar, baut, 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 meine Freunde. Baut, wie ihr noch nie gebaut habt. Und dann wird alles auch gut. Du-bidi-du-bidi-da. Nein! Und mal Scrap haben wir aber noch genug. Also jetzt außer Höhlenschrott. Aber Infraschrott haben wir noch. Da können wir noch ein bisschen was herstellen. Egal, jetzt erstmal Kaffeezeit. Nom 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 nom. So. Dori macht hier Kaffeepause, ja, why not? Kannst auch gerne hier schlafen gehen, wenn du willst. Okay, jetzt vielleicht nochmal gedanced, jetzt ist anders überlegt, so. Ja, das ist jetzt natürlich aber echt ungut. Kriege ich denn auch, ich müsste da eigentlich auch Hullblocks wieder rauskriegen, wenn ich das hier entferne, oder? Weil ich möchte jetzt einmal kurz speichern, Leute, nehmt mir das nicht übel. Aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Und nachher reiße ich das ab und hab dann richtig Kacke gebaut. Okay. Ich habe mich schon erschrocken, warum das. Warum ist das so? Gut. Wir brauchen ja erstmal als Cockpit eigentlich nur das. So, Bums. Macht halt mal. Wir brauchen Hullblöcks. Hullblöcks, genau. Um halt hier den Antrieb bauen zu können. Ohne Antrieb geht da gar nichts. Warte mal, habt ihr noch Hullblocks? Ne, ihr habt noch Infrablocks. Ja, auswählen. Wie werden wir brauchen, ey? Und dann kriegt ihr dafür, wo wir so viel davon haben. Zwei davon, dann kriegen wir noch ein paar. So. Machen wir. Okay, das war die Crimson Fury. Jetzt gucken wir nochmal die Hati. Die Hati hat die nicht viel mehr. Und die Quebec, was hat die Quebec? Auch jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Okay. Aber cool, dass die ganze Zeit hier bleiben, ne? Die wollen sich da wahrscheinlich das Ding mopsen hier, die Base. Die Schweine! Egal. Arbeit, Arbeit, meine Freunde. Bau Hochbette für. Ach, Hochbeete. Ja. Alles klar. Ja, da habe ich ja schon erläutert, wie das Ganze stattfinden soll. Und zwar hatte ich vor, ich weiß, es ist jetzt nicht wunderschön, aber ich hatte vor, das erstmal so zu regeln. Weil wir einfach keine Hullblocks haben, um das irgendwie, ja, zu klären oder sonstiges. Und dann machen wir hier auch nochmal einen dicken hin. Warte mal, drei. So, ne? So. Bams. Dann sollte Strom eigentlich überall sein. Dann sollte eigentlich überall Strom sein. Also. Infrablocks haben wir gerade gekauft. Vielleicht kaufe ich auch nochmal welche. Bei der Hati, neuer Handel,
Auswählen. Nochmal zwei Gemüse. Und dafür gebt ihr uns alles, was ihr habt und ein bisschen Geld dazu. Wundervoll. So, das Ding an den Powergrid. Dann ist hier auch Energie am Stissel. So, Klo ist da, Betten sind da. Küche ist da. So eine Art Hangar ist da, aber das wird ja uns gleich eh sagen, dass wir noch so ein Raumschiff bauen sollen. Ich hoffe, der braucht keine Hullblocks dafür, sonst haben wir echt ein Problem. Ja. Brauche einen Shuttle und eine Förderkapsel-Dings. Boah, wo ist denn das nochmal? Druckschleuse? Shuttle-Hangar. Nein! Nein, nein, nein! Egal, vielleicht kriegen wir ja die. Boah. Vier Stück insgesamt. Oh Gott. Also passt der auch nicht. So könnten wir höchstens dann später hier erweitern und noch einen zweiten Shuttle Bums da dran klatschen. Boah. Ach. Egal. Den klatschen wir jetzt erstmal hin, auch wenn wir nicht genug Ressourcen haben. Aber ich denke mal, Dori wird hier gleich wieder hin düsen und abbauen. Leute, do your thing. Do your thing. Regeln. Warte mal, Transfer. Ach, ist nicht wahr. Seht ihr das? Ich kann jetzt hier sagen, der soll alles auf die Space-Brille bringen. Ja, haut rein. Los, los. Oh, und die machen das sogar. Oh, ich bin so stolz auf euch. Meine kleinen fleißigen Arbeiter. Leute. Oh, seid ihr auch so gespannt wie ich? Ey, ich weiß echt nicht, ob wir hier lebend wegkommen, aber ich sollte vielleicht mal Schiffe. Dori, machen wir mal mehr hier. Wer ist da fleißig? Dori. Oh, bitte, bitte, bitte. Lass uns da nicht nur Hull Scrap rauskriegen. Oh nein! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! This is really shit. For us. Wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Boah, ey. Ich will hier aber auch. Kann ich hier nicht auch? Lol. Kann ich anscheinend nicht. Toll. Das wäre ja echt toll, wenn man das hier wenigstens scrappen könnte, alles, ne? Kann ich denn irgendwie das Schiff aufgeben oder so? Triebschilder, ne. Ne. Ich glaube nicht. Ach, unsere Infrablocks sind noch nicht da, oder was? Mach mal hin, was ist denn los? Ich will mein Geld. Egal, erstmal schlafen die Guten wieder. Oh, zwei haben anscheinend auf dem neuen Schiff direkt gepennt. Auch cool. Why not? Aber wir verbrauchen halt momentan doppelt Energiestäbe und doppelt Wasser. Ich frag mich, warte mal. Ich glaube. Nein. Die sollten erstmal nicht hier schlafen. Und nicht hier dingsen. Und dafür machen wir den aus. Und den aus. Dann müssen sie hier zwar im Worksuit dingsen. Boah, Brille, Alter. Hol den Anzug. Das ist gleich keine Luft mehr. Aber dafür sparen wir uns
Das Wasser und die Energiestäbe, glaube ich. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Boah, das ist echt bitter, dass wir da jetzt nur Holzscrap rauskriegen, ne? Leute, sag mal ehrlich, das war die Verschwendung des Jahrzehnts. Scheiße. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Und wie viel kriegen wir aus dem Infraschrott? Boah. Scheiße. Das schaffen wir nicht. Ey, warum? Ey, Dori, könntest du mal bitte irgendwie einen Anzug anziehen oder so? Ja, danke. Ja, ich weiß, uns fehlt hier ein Hubble-Block. Aber hier sind auch keine mehr. Nix ist hier. Boah. Und der Handel wird auch irgendwie nicht vollzogen. Ich frage mich, warum. Verstehe das nicht so ganz. Ach, kein Strom, Raumanzug kann ich abgeben. Ach Gott. Ja gut, dann müssen wir wenigstens den anmachen. Aber das Wasser für den Sauerstoff, das sparen wir uns. Hier kommt nur Nahrung rein, ne? Habe ich eingestellt, oder? Yeah, perfekt. Ach so, da war das gerade in den Hotel geschickt wird. Okay. Unzugängliche Bereiche. Ja, das wissen wir. Das ist, weil da die Stühle stehen, das ist nicht schlimm. Echt jetzt? Die Temperatur war doch vorhin auch erreicht. Warum müssen die jetzt... Ach, es dauert bestimmt ein bisschen. Oh Mann, ey. Können wir hier auch direkt was anpflanzen? Ich will. Hier will ich Wurzelgemüse. Hier will ich Früchte. Und hier. Und hier möchte ich gerne Fleisch. Nom nom nom. So, kriegen wir unseren einen Hohlblock jetzt hier noch hergestellt, Leute. Das wäre echt super toll. Also, sonst sind wir am Arsch. Dann hat der Brillili nämlich ein bisschen zu viel gebaut. Eventuell die Wände hier. Aber die Wände, die kosten, glaube ich, nicht Hohlblocks. Die kosten, glaube ich, nur Werkzeug, oder mal? Ja. Arg. Alles nicht so gut. Egal, schlaft, meine Freunde, ihr kriegt es hin. Habt ihr irgendwie Tipps oder so, wie ich noch an Hullblocks kommen könnte in diesem Szenario? Weil man kann ja die Base nicht abreißen. Ja, was für Laden der Schleuse nicht bereit. Ey, seid ihr irgendwie doof oder so? Ganz ehrlich. Mit Hati. Was haben wir denn für einen Handel mit Hati? I want my stuff. I need it. Oh, Leute. Ich muss mal gucken, warte mal. Kann ich nicht hier irgendwie Prioritäten... Fertigung. Der Daniel am besten. Brille macht das auch mal. Volle Kanne, Hoshi. Weil sonst wird das hier echt schwierig. Denn, ja. Ich musste kurz voll überlegen, was ich sage. Ja, und es ist mir trotzdem nicht eingefallen.
Ist halt irgendwie gerade schlecht. Also. Ah. Verdammt nochmal. Ich könnte hier diese Ecke noch abreißen. Boah, ich mach das auch, weil. Obwohl, nachher brauchen wir den Platz für irgendwas anderes. Ey. Was fehlt denn hier? Ein Hullblock. Kommt schon, Boys. 0,5 Hullblocks sind schon drin. Ja, das Ding ist, wir brauchen ja dann noch einen weiteren Hullblock. Ach, verdammt, ey. Scheiße. Warte mal, habe ich irgendwas gebaut, was Hullblocks braucht? Nein. Nein, 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 nein. Ah, den haben wir nicht. Okay. Ach, die brauchen Hightech-Blocks, krass. Voll die Verschwendung eigentlich. Ja, das Ding ist, wir brauchen auch noch das Ding nachher. Dafür haben wir aber noch genug. Und dann brauchen wir noch das Navigationspult. Und das wird dann auch schon wieder übelst eng. Und hierfür brauchen wir halt auch 4 Hullblocks. Tja, Leute. Ich glaube, da habe ich richtig Kacke gebaut. Ich hoffe mal, dass wir das noch gebacken kriegen, irgendwie. Da das halt momentan wirklich so aussieht, als ob ich an fehlenden Hullblocks scheitere. Weil selbst wenn ich das alles abreißen würde, hätte ich immer noch das gleiche Problem, dass daraus dann nur Hull Scrap kommt und Hull Scrap ist nichts wert. Und das, meine lieben Freunde, ist sehr beschissen. Ah, Mann. Was für Schiff instabil. Ach so, ja, weil ihr noch kein. Noch nicht das Ding ist. Der Höhlenstabilisierer. Entschuldigung. Der muss auch irgendwo hin. Ach Gott, Leute, ey. Hyperantrieb. Der passt hier hin. Kann ich den eigentlich schon mal hier hin machen? Der muss hier gebaut werden. Los, Leute, bitte, ey. Bringt diesen einen verdammten Hohlblock, den ihr hergestellt habt, hier hin und macht. Ich hätte vielleicht das mit dem. Wo waren das nochmal jetzt? Schiffe. Wie habe ich denn das gerade geöffnet? Regeln. Nee. Transfer, genau, hier war das. Hört erstmal auf damit, bitte. Weil ich habe das Gefühl, ihr kriegt da nichts anderes gebacken. Oh, Leute. Wir versuchen natürlich alles, dieses Safe Game noch zu retten und so, aber es könnte wirklich sein, dass ich mich diesmal ein bisschen sehr überschätzt habe. Und dadurch, ja, das Spiel verloren habe, so gesehen, weil wenn ich weiterkomme ohne Hullblocks und hier verkauft keiner welche. Ah, warte mal. Fällt mir gerade was ein. Wir haben doch hier alle möglichen Dinge. Lululul. Lululululul. Ich werd nicht mehr. Oh, geil, Alter. Boah, bin ich gerade happy. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott! Ja, do your thing, Alter. Mach, was du machen musst, damit wir diese Hullblocks gebaut kriegen. Ey, geil. Nice. Tight. Super toll. Jetzt mal eben nochmal hier kurz.
auf Thurple-Geschwindigkeit und dann einmal hier. For the screenshot, you know? Unser Schiff wächst. Oh, Gott sei Dank haben wir herausgefunden, wie es geht. Gott sei Dank. Ja. Und ja, willst du auch wissen, wie es weitergeht? Schaffen wir das wirklich oder bilde ich mir gerade das nur ein? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr, sehr freuen. Damit helft ihr mir, meinem Kanal, meinem, was weiß ich, Selbstbefinden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn ich habe echt Bock, hier weiterzumachen. Ich will jetzt sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Also, haut rein, euer Brille. Ha 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 ha.